Ja, liebe Freunde, vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jo, wir haben heute zwei der letzten sechs Spiele, nämlich Valenciennes und Caen, so wie es aussieht. Jetzt beginnen so die Spiele, wo wir eigentlich überall Favorit sind. Wir sehen es im Hintergrund, wir haben Tabellenplatz 10, Tabellenplatz 6. Okay, Caen nicht so schlecht, aber Quevilly ist auf 16. Dann haben wir Lavallois auf 20, Annecy auf 18 und Rodez auf 19. Das heißt, jetzt sind diese Big Points, die wir, ja, eigentlich sind es Little Points, aber die müssen wir auf jeden Fall machen, um hier oben zu bleiben. Wir werden verfolgt vom FC Sochaux und von Dijon. Jetzt schauen wir mal kurz, was die hier noch so für eine Auslosung haben. Die treffen direkt aufeinander, das ist schon mal für uns gut. Dann haben sie Amiens 11-7-1 gegen den FC Metz, muss der FC Sochaux noch ran, das ist gut. Und wie schaut es mit Dijon aus? Eben das direkte Duell, aber die haben es dann danach etwas einfacher. FC Paris, okay, Le Havre auch noch. Also es wird, also von so grundsätzlich sieht es nicht so schlecht aus. Wir haben die mit Abstand beste Tordifferenz im Vergleich mit den beiden Verfolgerclubs. Wir haben einen Punkt mehr und wir haben die leichtere Auslosung. Also so grundsätzlich sieht es nicht so schlecht aus mit unserer Chance, hier aufzusteigen. Jo, was gibt es noch zu sagen? Übrigens, genau, morgen geht der Part online, wo ich in Tschechien die zweite Saison beginne. Also solltet ihr bei dem Let's Play bisher nicht dabei gewesen sein, wäre das vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Die erste Saison war sensationell und richtig spannend. Und da geht's jetzt dann los. Gut, genug Werbung. Wir werden jetzt mal schauen, wie wir spielen werden. Aber ich glaube, die Aufstellung habe ich im letzten Part schon gemacht. Zumindest sieht so aus. Ja, dann legen wir gleich mal los. Ich bin so gespannt. Gespannt und angespannt. FC Valenciennes auswärts. Macht so weiter wie beim letzten Mal. Wir hoffen es. Die sind nicht ganz so gut in Form. Zwei Spiele nur gewonnen von den letzten fünf, den Rest verloren. Bei uns sieht es ein bisschen besser aus. Drei Siege, ein Unentschieden. Dementsprechend sind wir optimistisch, dass wir hier diesen wichtigen Sieg heute einfahren können. So, Barbet, der den Freistoß tritt, das ist schon mal schräg. Elise. Und Bacı kommt da beinahe ran. Aufpassen jetzt auf den Konter. Zweite Minute, Nubizi. Louis-Jean klärt souverän zurück zum Torhüter. Gut gemacht von ihm. Cousin mit dem weiten Abschlag. Elise kommt nicht ran. Da hätte ich mir jetzt einen ruhigen Spielaufbau gewünscht, um ehrlich zu sein. Da sieht man nämlich, was man davon hat, von diesem unkontrollierten Ball nach vorne. Man bekommt das Gegentor in der zweiten Minute. Großartig, Cousin. Absolut unnötige Aktion. Ich will es mir gar nicht anschauen, ich bin genervt. Kommt man auch überhaupt nicht in die Zweikämpfe, hat man das Gefühl. Und beinahe das 0 zu 2. Mittelfeld ist mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen zu passiv. Wir bekommen überhaupt keinen Zugriff. Aber wir müssen da jetzt einfach geduldig bleiben. Guter Seitenwechsel. Elise. Ryan Thomas. Oh, schade. Es wäre jetzt stark gewesen von ihm. So, ich werde gleich mal die beiden Außenverteidiger mitgehen lassen. Sissoko gleich mit einer gelben Karte. Großartig. Ich stelle ihn auch auf Support, dass wir da nach vorne ein bisschen mehr Offensivpower haben. Die beiden auf Support. Gerade jetzt im Rückstand brauchen wir da vorne diese Anspielstationen. Wir haben zwar Ballbesitz, aber sonst geht nichts bei uns. Lasso Koulibaly. Das ist ein, das sie bekommen, finde ich, recht wenig Unterstützung hier jetzt auch von den Flügelverteidigern. Jetzt endlich mal ein. Oh, was ist das für ein Pass? In den Lauf von Ryan Thomas ist da gerade unten gestanden. Also ich dachte, der wird da gerade auf Louis Jean passen. So kann man sich täuschen. So, Elise. Guter Antritt. Koulibaly.
Und wieder kommt der Pass nicht an, aber Ryan Thomas holt ihn sich und spielt eine katastrophale Flanke. Boah, Ryan Thomas, zweites Saisontor, was für ein Ausgleich aus dem Nichts, dieser Distanzschusskandidat für Tor des Jahres. Wahnsinn. Jetzt steigert der sich jetzt gerade gegen Ende der Saison nochmal. Hier sehen wir Budgie, der ablegt und Ryan Thomas, unglaublicher Schuss. Okay, jetzt bin ich wo? Dass das geklappt hat. Aber wir brauchen natürlich mehr. Wir müssen schauen, dass wir das Ding gewinnen heute. Lasso Koulibaly bleibt hängen. Der ist schon wieder so ein Kandidat für eine Auswechslung heute. Ah, okay. Guter Ballgewinn von ihm. Das hat er jetzt gehört. Und wieder Kandidat für die Auswechslung. Das gelingt leider wirklich wenig. Das Gute ist, dass es bei Sochaux gegen Dijon auch noch unentschieden steht. Also die haben ja das direkte Duell. Davon profitieren wir heute auf jeden Fall, egal wie unser Spiel ausgeht. Ach Gott, Gregersen. Da muss er mit dem Torwart reden. Den muss Puisan nehmen. Keine gute Kommunikation. Ja, ich bin enttäuscht. Wir haben zu wenig Kreativmomente. Die Ansprache passt gut. Ich überlege gerade, ob wir Barnier vielleicht bringen sollten. Ich habe aber auch schon überlegt, Elise auf rechts zu schieben und links mit noch einem Flügel zu spielen und nicht nach innen ziehend. Das werde ich jetzt vielleicht sogar eher machen. Das heißt, Elise auf rechts, aber durchaus auf Attack. Und dass wir links mal wieder den Bakwa spielen lassen. Der hat ja schon lange nicht gespielt. Dass wir jetzt halt quasi etwas rechtslastiger werden vom Angriff her. Barbe nicht gut, Sissoko nicht gut, aber da habe ich halt nur Depuisot auf der Bank. Der ist kein Spielmacher. Dementsprechend, theoretisch könnte ich Ryan Thomas zurückziehen, der ist aber auch so offensiv. Ja, da muss ich schauen, wen ich dann beim nächsten Spiel mitnehme. Das ist mit Sissoko echt nicht optimal, wenn der jetzt nicht so performt. Fehlt es mir hier hinten ein bisschen an Optionen. So, Bakwa. Rechts raus auf Elise, Ignatenko. Wieder auf Bakwa. Aber leider die Hereingabe geblockt. Bin gespannt, ob das was bringt. Ich habe auch irgendwie so das Gefühl, dass jede gefährliche Aktion über links kommt und Ekomje immer so passiv ist. Aber der hat eine Note von 7,0, also kann dieser Eindruck, wenn man nur die Torchancen sieht, natürlich täuschen. Dijon geht in Führung gegen den FC Sochaux. So, nächster Patzer von Ekomier, ich nehme den jetzt raus. Louis-Jean kretscht im Nirgendwo herum. Mir gehen sie wirklich auf den Sack gerade. So. Simba rein. Flügel hätten wir so gute Anspielstationen, jetzt endlich mal. Zentrum ist wahnsinnig dicht. Sehr gut gemacht, Bakwa und Simba, Ignatenko. Und der geht hauchdünn drüber. Aber wir müssen echt gewinnen, Leute. Jetzt wäre Kabuni auf der Bank ziemlich gut, den könnte ich da hinten statt Sissoko bringen für Kreativmomente. Ignatenko mit dem Pass in die Tiefe, Mathieu Debuchy klärt aber nicht gut, Bakwa. Und da ist das Foul an Badji, es gibt den Elfmeter für uns.
Das ist jetzt die Riesenchance für Elise. 54. Minute, komm schon, Junge. Yes. Bin ich froh. Der ganz, ganz wichtige Treffer von Elise. Per Elfmeter. Verliert er den Torhüter. Und trifft souverän. Damit haben wir Platz 2 wieder. Sissoko bietet sich gut an. Aber das war halt schon wieder so unnötig. Der hat 2 Anspielstationen, stattdessen geht er ins Dribbling. Louis Jean auch mit einer katastrophalen Vorstellung heute. Ich habe niemanden mit für rechts hinten. Ignatenko ist halt leider auch nicht so der Spielmacher-Typ, aber ich werde das jetzt trotzdem so machen. Ich bringe Ignatenko und Depuisot, weil er halt der defensivere Part ist hier. Bringen wir dann halt Ball erobern da verteidigen. Dann kriegt Ignatenko hier ein bisschen mehr Spielraum. Und ich stelle den Thomas jetzt einfach mal auf offensiver Mittelfeldspieler auf Attack. Weil die Spielmacherrolle auf der 10 ja irgendwie sehr schwierig nur in die Gänge zu bekommen ist im FM. So, Gregersen. Boah, was für ein Einstieg gegen Ryan Thomas. Das muss rot geben. Tut es auch. Damit sind wir jetzt die restliche Zeit in Überzahl. Sicherlich kein Nachteil. Ignatenko mit der Ecke. Und Gregersen. Super Parade vom Torhüter. Nächste Ecke. Die wird fürs Erste geklärt. Bakwa. Wieder Ignatenko. Ein Simba mit einem guten Antritt links außen. Flanke wird geblockt. Bakwa nochmal. Und da ist ein Wahnsinnsfoul an Depuchy. Und es muss auch Elfmeter geben. Also, das gibt die nächste rote Karte. Aber wenn die so einsteigen, ganz ehrlich, was führen denn die auf? Ich meine, wie irre ist denn das? Da sind sie absolut selber schuld. 2 berechtigte rote Karten, 2 Elfmeter. Wahnsinn. Irre. So, wir haben jetzt noch Wanga, Barnier und Meyer auf der Bank. Wir können noch zweimal wechseln. Das werde ich dann auch noch tun. Ich werde sogar eher früher wechseln als später. Nehme ich jetzt gleich. Also ich bringe für den müden Ryan Thomas den Barnier. Und jetzt ist die Frage, Innenverteidiger oder Stürmer? Bacci ist noch fitter, Gregersen ist müde, dann bringen wir da Junior Mwanga. Und dann haben wir es jetzt. Ach Leute, wieso so spannend? Wieso machen wir das so spannend, wenn es dann eh im Endeffekt so... Gut, jetzt haben sie sich natürlich selbst geschadet, aber ordentlich. Jetzt hätten wir 4 Punkte schon Vorsprung auf den FC Sochaux. Und das waren die, die die schwierigere Auslosung hatten, weil die noch gegen den Tabellenführer ran müssen. Also... Könnte es sein, dass es eher auf die Schau jetzt als Gegner im Aufstiegskampf hinausläuft. Aber wir werden sehen. Solange wir es uns selbst so schwer tun, natürlich auch schwierig. So, Barbé. Schlechter Pass. Boah, super von Ignatenko. Der Pass in die Tiefe ist stark, aber Bagi lässt den liegen. Ja, mit 2 Platzverweisen ist schon schräg von der Formation her. Die spielen ein 4-4-0. Aber was willst du da machen? Bagi mit einer gelben Karte. Bagi. Und Ecke. Die Jean führt ja mittlerweile 2-0. Die Anzeige da links unten kommt ein bisschen spät. Barbé ins Außennetz, ganz knapp. Schiebe mich hier auch so ein bisschen rüber, dass ihr dann auch seht, was für Ausrichtung wir haben, wobei ich die hier selten ändere. Elise und da ist das 4-1 ausgezeichnet. Toller Pass von Ignatenko, der hat sich auf der Spielmacherrolle sehr, sehr gut gezeigt. Also da werden wir vielleicht dann wirklich umdrehen. Der Pass war super. Starke Mitnahme auch von Elise und er lässt dem Torhüter keine Chance. Damit Elise mit dem Hattrick.
Der kann es auch außerhalb von 11 Metern. Anschluss beim FC Sochaux 1 zu 2. Danke von Simba. Elise per Kopfball, der war richtig gefährlich. Bakwa, sehr gut gemacht. Bakwa holt die Ecke raus. Bakwa gefällt mir auch ganz gut heute. Also vielleicht funktioniert das eh gar nicht so schlecht mit Elise rechts außen auf Attack. Der ist jetzt schon richtig müde, Ignatenko auch, aber es ist gleich geschafft. 93. Minute. Torwart ist draußen, macht das gut. Sollte er das Spiel nicht schnell machen, weil die haben gar keinen vorne. Na, gut. Das ist halt auch selten dämlich. So. Der Pass-Initiativ ist gut. Ich weiß nicht, ob es abseits ist. Super Abschluss von Barnier. Aber da war er zu weit vorne, wie befürchtet. Und jetzt laufen die letzten Sekunden. Das war's. Ausgezeichnet. Sehr, sehr schön. Damit gewinnen wir gleich mal unseren ersten von diesen Pflichtsiegen, die wir jetzt hier gegen Ende noch haben. Das heißt, wir bleiben den einen Punkt vor Dijon und sind, wie gesagt, 4 Punkte vor Sochaux. Le Havre hat auch verloren, das heißt, das ist auch für uns schon mal nicht so schlecht. PSG holt sich den Pokal gegen Lyon, Neymar Elfmeter. So, Elise gut in Form. Sissoko gelb gesperrt, okay, das heißt, da müssen wir uns jetzt sowieso was überlegen im nächsten Spiel. Da wird aber Sanchez eh wieder zurückrücken können. Machen wir dann so. Das passt eh gut. Jetzt gehen wir mal einfach ein bisschen voran. Auf die Partie gegen Caen, Tabellensechster, also es ist nicht so easy. Jetzt werde ich nur gleich diese kleinen Anpassungen hier in der Taktik machen. Und zwar, dass ich zumindest die beiden auf Support stelle, dass sie nach vorne ein bisschen mehr tun. Ein Simba hat mir halt wahnsinnig gut gefallen nach seiner Einwechslung. Ist die Frage, ob man den dann nicht vielleicht spielen lässt. Um einfach hier ein bisschen mehr Erfahrung drin zu haben. Michelin könnte man das genauso machen. Macht das jetzt dieses Mal wirklich, damit man... Das ist zwar schon mal daneben gegangen, die Erfahrung einzuwechseln, aber gerade gegen den Tabellensechsten jetzt schadet es nicht, da zwei frische Außenverteidiger zu bringen. U19 gewinnt 4 zu 1. Afi mit 3 Toren. Also der macht sich auch gut. Dem würde ich ganz gerne noch sein Debüt geben gegen Ende der Saison, wenn es sich irgendwie ausgeht. So, Pelistri könnte ein bisschen zu teuer sein mit 34 bis 40 Millionen Marktwert. Niané haben wir schon öfter gescoutet. Jovan Nisic, auch ganz interessanter Serbe, 25 Jahre alt, und da haben wir einen Mondi in der Innenverteidigung, der mir halt auch richtig gut gefällt. Ah, den haben wir schon auf der Auswahlliste. Gut, gut. So, Finanzupdate, 1,9 Millionen haben wir noch am Konto, das ist mehr als ich jetzt privat habe, aber es ist trotzdem nicht so wirklich viel. Also... könnte schwierig werden. Und da gegen Ende der Saison noch im Plus sind. So, unantastbar. Die Fans sind bei 2 minus. Kaderatmosphäre geht gerade ein bisschen runter. Verfügbare Spieler für die zweite Mannschaft. Depuisot und Kabuni gerne. Markus Bündgard können wir von mir aus immer verfügbar machen. Bokele auf jeden Fall auch ganz gern. Und der Rest passt jetzt im Moment mal. Uda, auf den bin ich auch schon gespannt, wenn er zurückkommt. Tom Lacou kommt auch zurück nächstes Jahr. Da werden wir ja ordentlich verstärkt sein. Das ist schon ganz cool.
Überlege, ob ich das wirklich machen soll. Mir hat Bakwa halt auch ganz gut gefallen, dass man vielleicht eher den Koulibaly ins Zentrum packen. Einfach auf offensiver Mittelfeldspieler. In der Standardrolle. Und dass wir halt links mit Bakwa spielen. Der hat sich gut präsentiert. Und Elise können wir auf Attack dann spielen lassen. Kleine Anpassungen musst du ja immer wieder machen in der Taktik. So, Update zum Verletzungsrisiko. Hohes Verletzungsrisiko bei Depuiseux. Der hat halt gerade in der zweiten Mannschaft auch gespielt. Ryan Thomas ist sowieso sehr verletzungsanfällig, ist da gerade gestanden. Jetzt hat Kabuni was abbekommen, das ist schade, weil ich hätte ihn jetzt eigentlich echt ganz gerne auf der Bank gehabt. Schauen wir, vielleicht wird er fit genug. Den kannst du eben wirklich gut auf der 10 und auf der 8 spielen lassen. Gerade jetzt. Ja, theoretisch könnte ich ihn wirklich statt Depuiseux spielen lassen. Ich glaube, den Louis Jean werde ich mitnehmen statt den Ecommier, weil der auf beiden Außenverteidigerpositionen spielen kann. Neskes noch 2 Wochen. Ah, ist bitter. Torhüter der Saison-Kandidatenliste. Ist da einer von uns dabei? Jo, Puisson ist dabei. Hat auch die besten Noten. Aber ich kann leider nicht für ihn stimmen, deswegen stimme ich einfach mal so alphabetisch durch. Schauen wir mal, ob er es packt. Meister-Playoff der U19 sind wir im Halbfinale. Nicht schlecht. So, wir loben die Jungs mal, gerade weil es ja jetzt diese Meldung gegeben hat, dass unsere Kaderatmosphäre runtergegangen ist. Da tut so eine Runde Lob in der Kabine sicherlich ganz gut. Und dann spielen wir jetzt gleich gegen Caen. Hier haben wir noch die U19, wieder mit Hafi und Biringel, das passt eh. Das ist eben die Frage, ob man da vielleicht noch irgendwen zur Verfügung stellen kann, der helfen kann. So, Kabuni könnte spielen. Ich werde ihn mitnehmen für Depuiseux. Auch wenn er jetzt nicht so super fit ist, aber vielleicht kann man für die Schlussphase bringen. Ja, und den Rest lassen wir so wie gehabt. Schauen wir mal, wie es mit den beiden eigentlich etwas stärkeren Außenverteidigern jetzt heute aussieht. Ich hoffe, dass die eben einfach ordentlich Gas geben, weil sie schön fit sind jetzt. Also. Schwieriger Gegner. Stärkster Gegner der restlichen Saison für uns. Dementsprechend müssen wir so richtig heiß sein. Dijon gegen den FC Annecy wird wohl gewinnen. Sochaux gegen Amiens wahrscheinlich auch, aber schauen wir mal. Und auf Le Havre könnte man auch noch ein bisschen schauen. Die spielen gegen Rodez. Also die haben alle lösbare Aufgaben. Wir haben kaum Ballbesitz. Gut aufgepasst von Barbe, Ignatenko auf Baji. Und er versucht den Heber an die Latte. Wahnsinn. Richtig guter Konter. Wieder Barbe, Lasso Koulibaly, Sanchez. Schade, der war nicht schlecht. Wenn der durchgegangen wäre, hätte Bargi es halt im 1 gegen 1 versemmelt. Na, dann wäre echt eine gute Chance geworden. So, Bakwa mit der Flanke. Bargi kommt ran, aber kriegt nicht genug Druck hinter dem Ball. Sehr gut aufgepasst von Barbe. Ah, Koulibaly mit einem katastrophalen Pass. Aus so einer Situation eine Ecke. Das ist nervig.
So, Bakwa. Junge, du hast da Zeit, den anzunehmen. So, Barbe mit der Flanke. Super von Bakwa gemacht. Elise geht raus, was auch echt gut ist, weil das Spiel ist da wahnsinnig eng. Und da ist Koulibaly. Siebtes Saisontor. Lasso Koulibaly auf der 10. Kommt da tatsächlich zur Geltung. Und macht die Führung. Super Pass von Barbe auf Elise. Der zieht da nach außen, was eben Sinn macht. Weil schaut euch an, wie eng das ist. Wenn du da jetzt einen nach innen ziehenden Spieler hast, dann versucht er da durchzukommen. Der Flügelspieler geht nach außen. Und ja, Torwart kann aus der kurzen Entfernung nichts machen. Und wir gehen in Führung. Während Metz und Dijon im Rückstand sind. Damit sind wir sogar 5 Punkte an den Tabellenführer herangerückt. Wenn es denn so bleibt. Aber aufpassen jetzt, 25. Ausgleich. Ibrahim Sissé. Da haben wir uns kurz freuen können. Barbe war es, der nicht deckt und nicht ins Kopfballduell geht. FC Sochaux in Führung, Metz mit dem Ausgleich. So, 30. Elise. Bisschen überhastet, aber hat sich da nicht rausgesehen. Was für eine Balleroberung von Bakwa. Und dann startet Badji so schlecht, dass er ihn nicht anpassen kann. Er versucht selbst. Und daraus wird nichts. Natenko fängt ihn gut ab. Bakwa mit dem nächsten Pass in die Tiefe. Da verschenken wir die Bälle halt echt komplett. Das verteidigen sie wahnsinnig gut. Das brauchen wir gar nicht versuchen. Geduldig spielen haben wir eigentlich drinnen. Merkt man halt nicht. Sanchez mit dem Ballverlust. Lässt sich da viel zu viel Zeit. Die hat er leider da im Zentrum nicht. Barbe schaut bescheuert aus, nur 1:2. Also hier mal der Pass in die Tiefe. Okay, da kann man jetzt mal nichts sagen, den kannst du wahrscheinlich schwer verhindern, aber da muss da mit dem Simba in den Zweikampf gehen. Und da kann man jetzt Michelin mal ankreiden, weil wenn der auf der gleichen Höhe steht, ist es abseits. Und zugleich kannst halt Barbe auch, aber der versucht, ach so, das war der von hinten gekommen ist. Dann wäre es sowieso kein Abseits gewesen. Aber Barbe halt jetzt eigentlich mit dem zweiten Tor, wo er mit Schuld war. Und die für den Ryan Thomas. Romain Thomas. Ja, 3 Schüsse, 2 aufs Tor und beide drin. Und wir machen gerade 3 gelbe Karten innerhalb von 5 Minuten. Das ist auch großartig. Ich bin richtig angepisst. So, was gibt's zu tun? Wir bringen niemand. Ich packe das mal rein. Statt Ignatenko bringe ich Kabuni auch noch nicht. Das mache ich vielleicht ein bisschen später. Aber ich werde Ryan Thomas bringen. Wir gehen jetzt auf die Ursprungsvariante zurück. Das heißt, Elise nach innen ziehen der Außenstürmer. Ryan Thomas und Koulibaly hier auf der Seite. Versuchen wir es jetzt einfach mal. Weil irgendwas muss ich machen. Bakwa war jetzt nicht so schlecht heute, aber trotzdem. Und ich werde, glaube ich, das Flügelspiel fokussieren jetzt in dieser Partie, weil im Zentrum ist es wirklich wahnsinnig eng hier. Die May of Support, ja. So, der FC Metz geht in Führung. Was ist das schon wieder für ein Pass? Geduldig spielen. Was heißt das auf Französisch? Sie verstehen mich nicht. Oder der FM will es einfach spannend machen. Das kann natürlich auch sein. Babaji
Elise. Als hätte er noch nie im Leben einen Kopf voll gemacht. So, ich muss leider weiter aktiv werden, denn die Jungs tun es nicht. Kabuni rein auf Support. Dann Elise heute auch ängstlich. Michelin schwach, da bringen wir den Junior, Louis-Jean. Und dann werde ich noch einen Wechsel machen. Koulibaly ist heute halt gut, aber ich werde den wahrscheinlich später dann trotzdem noch rausnehmen. Maier habe ich jetzt auch überlegt statt Bargi, weil der kommt überhaupt nicht zur Geltung. Aber ich warte mit dem letzten Wechseln jetzt noch kurz ab. So, wir haben jetzt keine Zeit mehr geduldig zu spielen, wir müssen das jetzt rausnehmen. Schwierig. Also im Endeffekt kann ich, oder kommen für mich eh nur Brandier und Maier in Frage für zwei Offensivoptionen. Überleg gerade, ich glaube, ich werde Ryan Thomas nach innen ziehen spielen lassen. Dafür bringe ich den Maier als Schattenstürmer, dass man quasi wirklich sowas wie ein 4-4-2 haben, wobei ich stelle ihn gleich nach vorne, es ist ja egal, hängende Spitze auf Attack, damit er halt einfach ein bisschen eine bessere Anbindung ans Mittelfeld hat und ich bringe auch noch Barnier für Koulibaly, wir müssen offensiver werden. Sochaux führt 2-0. Das einzige Gute ist, dass Dijon im Rückstand ist, aber die haben halt auch noch Zeit. FC Metz hat das Spiel, geht in Führung. Hier gelbe Karten. Und wir kriegen keine einzige Torchance mehr zusammen. Das gibt's doch echt nicht, oder? Ich glaube, das war abseits, ja. Die Partie darfst du einfach nicht verlieren. Und es ist einfach so dämlich und meiner Meinung nach unverantwortlich. Wenn man sich die Statistiken auch anschaut. Ich bin genervt. Wir sind nach wie vor auf dem Aufstiegsplatz, aber es ist trotzdem einfach eine Frechheit. 10-3 Schüsse, Expected Goals wäre das halt auch nicht wirklich gut. Das wird noch ganz, ganz schwierig und ich bin mir echt nicht sicher, ob wir es eigentlich verdient haben aufzusteigen. Also im Moment habe ich echt nicht das Gefühl. Wir werden da jetzt vielleicht auch noch kurz schauen, wer da jetzt im letzten Spiel wirklich schlecht gespielt hat, um sie zu kritisieren, aber man sieht von den Noten her, dass es jetzt nirgends katastrophal war. Michelin kann man kritisieren vielleicht. Dann haben wir noch den... Ist das nicht dieses Spiel gewesen? Dieses hier? Den Simba theoretisch, den Bargi werden wir jetzt auch mal kritisieren, weil... Ah, verdammt, das wollte ich nicht. Ich habe mich verklickt, ich habe Bargi gerade wegen seinem Training kritisiert, was überhaupt nicht stimmt. Ah, verdammt. So, und Simba. Spieler kritisieren für Leistung im letzten Spiel. Gut, Leute. Ich werde versuchen, jetzt diese Enttäuschung abzuschütteln bis zum nächsten Part. Da spielen wir dann gegen Kevili unter anderem. Jetzt sollten noch leichtere Gegner kommen. Wir müssen einfach weitermachen. Wir dürfen uns da jetzt nicht unterkriegen lassen. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.